Yo, what's up, ladies and gentlemen? Mein Name ist Alex Reed und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ein Kanal, in dem wir dich fit machen, ein großartiger DJ zu werden, mit möglichst effizienten Wegen deine Produktion zu vermarkten und natürlich um deine Fragen rund um das Music-Business zu klären. Mein Name ist Alex und heute in dem Thema gehen wir ganz klar darauf ein, wie bereitet sich eigentlich ein DJ auf ein Booking vor, beziehungsweise wie habe ich mich immer auf meine Bookings vorbereitet und wie mache ich das heute an der Stelle noch. Und ja, ein ganz großer, wesentlicher Punkt ist jetzt erstmal, wir gehen davon aus, du hast ein Booking irgendeine Art schon bereits bekommen. Also ob das bei der Agentur ist, über Freunde oder du hast den 30. Geburtstag von Freunden beziehungsweise Mama, Papa, 40., 50., 60. hast du bekommen. Ist egal, du hast jetzt ein Booking und ja, dann hast du A, die Möglichkeit, du spielst deinen Strumpf, das heißt, du spielst einfach das, worauf du Lust hast. Du wärst dann vielleicht in der Hinsicht ein Booking-DJ oder, also das ist natürlich auch ein Stückchen weit Arroganz, dass du sagst, ich spiele einfach die Musik, die mir gefällt. Aber wenn du gebucht wirst, dann kannst du natürlich auch die Variante B wählen. Du analysierst das für den maximalen Erfolg. Also du analysierst das Booking, was steht dir bevor, um das Maximale herauszuholen. Heißt, du schaust dir zum Beispiel an, du hast jetzt, sagen wir mal, nehmen wir das fiktive Beispiel, ein Club A. Da hast du die Möglichkeit zu spielen, das allererste Mal. Also möchtest du vielleicht das Maximale rausholen. So bin ich dann auch mal rangegangen. Du hast dir angeschaut, was ist in dem Monat an Partys? Ist das ein starker Monat? Ist das ein schlechter Monat? Was ist im Wochenende davor? Was ist im Wochenende danach? Sind da Feiertage, zum Beispiel 1. Mai Feiertag oder wo ist Weihnachten beispielsweise? Kommt natürlich auch immer sehr, sehr plötzlich Weihnachten. Man kennt es, im Dezember alle wollen die Geschenke, weil Weihnachten sehr plötzlich kommt. Aber wann sind diese dicken Öffnungstage? Wann gab es Geld? Wirst du vielleicht nur in einem schlechten Tag gebucht? Ist häufiger die Wahrscheinlichkeit. Oder hast du wirklich einen guten Tag, wenn es auch Knallerangebote gibt? Also informier dich, analysier mal ein bisschen Facebook, Instagram, Social Media über den Club. Wie sehen die Tage da aus? In der Regel gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ein super toller Club ist, ein kleinerer. Manchmal ist es vielleicht auch nur eine große Kneipe. Die haben natürlich nicht so viel Input, die man sich da ziehen kann. Aber schau mal, was für Leute da sind, was für Fotos die gepostet haben und vielleicht auf der Webseite. Was gibt es da noch für großartige Partys, die da angepriesen wurden? Also das wäre Nummer 1. Dann kannst du dich schon mal drauf gefasst machen, was da auch vor allem für Leute laufen, herlaufen, tanzen. Wer spielt unmittelbar vor dir? Wer spielt unmittelbar nach dir? Bist du der Main Act? Hast du ein besonderes Datum? Oder bist du wirklich für die Laufzeit von 7, 8, 9, 10 Stunden gebucht als eine Art Resident? Musst du gucken. Wenn du alleine bist als Beispiel, dann ist es natürlich sehr schwierig. Du musst einen Warm-up irgendwie kredenzen. Du bist auf jeden Fall der Typ, der das Eis brechen muss, der die Leute das erste Mal auf die Tanzfläche bringt. Gibt es Stammgäste, das weißt du natürlich im Vorfeld nicht, die sofort bei XY ausrasten? Gibt es Stammgäste, die einfach tanzen, weil sie Bock haben? Oder ist es ein sehr schwieriges Publikum, gerade wenn es auch ein bisschen weniger an dem Tag ist? Welche Tracks funktionieren, dass die Leute auf die Tanzfläche gehen und anfangen zu tanzen? Weil dann kann es schon mal sein, dass auch der Kellner sagt, hör mal, jetzt müsstest du aber mal die und die Nummer spielen, damit es mal langsam losgeht. Da hast du natürlich keine Idee vor, bevor du dahin fährst. Allerdings, ja, schau dir an, bist du der Einzige, spielen welche vor dir, nach dir? Schreib die Leute auch an, wenn vor dir oder nach dir einer ist. Hör mal, hi, ich bin der XY, am dann und dann spielen wir zusammen, ich freue mich. Dann schreibt der Meister so, ja, geil, hab schon gehört, coole Sache. Hör mal, ab wann geht's denn da meist los, kannst du dann fragen. Was spielst du denn da für Musik, dass man so ein bisschen eine Routine entwickelt beziehungsweise sich darauf vorbereitet, was denn da wirklich passieren könnte. Das bringt natürlich auch die Frage auf, was ist denn da überhaupt für ein Publikum? Was ist das für eine Location? Ist das, wie ich gerade schon sagte, was ist das für eine Party? Aber was wird denn da normalerweise für eine Musik gespielt? In welcher Halle bist du? Falls es mehrere Hallen gibt, sind die auch auf? Wo spielst du, was für ein Publikum ist da? Ist das mehr elektronisch? Stehen die auf EDM? Auch Betreiber können sie ihnen sagen, ja, die machen, mögen House Music. Mit House Music meinen die aber dann wirklich harte elektronische Musik, EDM, Festival, Hardcore, ein bisschen Harddance, irgendwas in diese schnellere Richtung. House Music kann aber auch bei vielen fälschlicherweise auch einfach Techno sein oder harte, deep elektronische Musik. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken zu machen, dass du dein Repertoire auch entsprechender anpasst, ne? Analyse und Vorbereitung heißt aber auch, hast du CDs, hast du Mixtapes?
Über das Thema gehe ich dann nochmal in einem gesonderten Thema im Bereich Marketing ein. Macht es Sinn, da sich Podcasts bzw. CDs zu brennen, Merchandising mitzubringen? Wenn du das für dich entschieden hast, ja, das macht Sinn, dann nimm die natürlich auch mit und verteil das. Nimm die einfach mit und schau, was an dem Abend da halt im Endeffekt geht. Ja, frag Freunde, kennen die den Club? Haben die da gute Erfahrungen, haben die schlechte Erfahrungen mitgemacht? Frag Freunde, ob die vielleicht auch mitkommen wollen, weil im Grunde geht es ja auch darum, dass du Leute bringst und auch einen guten, nicht nur einen Job, sondern auch einen Umsatz generierst. Dazu gibt es aber auch nochmal ein besonderes Thema, wie eigentlich so ein Diskothekenbetreiber tickt. Aber frag Freunde, kommen die mit? Das ist auch eine Sache im Vorfeld, die du vielleicht angehen solltest. Und natürlich auch, wenn du im Auto oder auf dem Weg zur Schule dann die ganze Zeit deine Musik hörst, frag Freunde, was hören die so? Schau in Spotify, Napster, Deezer, schau, was sind da aktuelle Tracks? Und auch ganz wichtig, bereite dich musikalisch darauf vor, was gibt es für aktuelle Bootlegs oder Remixe zu bestimmten Liedern. Da gibt es auch mal wieder eine andere Folge, die sich nur mit Remixen und Bootlegs an der Stelle befasst. Und aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Chartnummer hast, die auf 1, 2, 3 bis 10 landet oder schon bekannt ist, dann kann es gut möglich sein, dass es sogenannte Bootlegs oder Mashups zu dem Thema gibt. Das heißt, dass einfach jemand einen Remix gemacht hat, zum Beispiel Don Diablo Remixe sind immer sehr gerne gesehen, weil die natürlich das Original mit drin haben. Da können die Mädels dann beispielsweise mitsingen. Spiel mal was mit Gesang. Kommt dann natürlich, aber du kannst auch ein bisschen Gas geben an der Stelle und vielleicht dann auch dein Ziel, dein Genre dann mit bedienen, dass du zum Beispiel gerne elektronische Musik spielst. Ja, aber auch, dass du in gewisser Weise deinen eigenen Stil mit reinbringst. Das heißt nicht, dass du immer dein arrogantes Ding spielen sollst. Es heißt aber auch nicht, dass du die Charts-Musik spielen sollst, weil wenn du nur von die Top 100 von 1 auf 100 spielst, dann kannst du auch ganz ehrlich, dann kannst du auch eins live oder ähnliches Radio einfach anmachen und dafür ist ein DJ nicht da, weil dafür kannst du ein Radio oder eine Spotify-Playlist abspielen. Ein DJ ist auch immer da, die Leute ein bisschen zu lesen und dann auch mal was zu wagen. Natürlich den Kunden zu bedienen, gerade wenn du jetzt in einem mobilen Bereich bist, auf einer Hochzeit, da brauchst du nicht unbedingt zu experimentieren, da bist du ein Dienstleister, da ziehst du die Kohle aus der privaten Tasche und da sollst du natürlich diesem Hochzeitspärchen oder der Feiergesellschaft an sich natürlich den größten Mehrwert liefern, dass die einen schönen Abend haben. Aber es ist nichts Verwerfliches, wenn du das erstmal im Club bist und du spielst die ganze Zeit, dass die Leute Spaß haben und dann bringst du mal einen oder zwei, die du besonders gut findest, die vielleicht nicht so kommerziell sind. Das kannst du mal ausprobieren. Oftmals geht das echt gut, habe ich in meiner Vergangenheit erlebt, dass du einfach dich mal was traust und mal eine andere Art spielst. Dann kommen dir hinterher auch ein Kenner und sagt, geil, du hast nicht nur so und so, sondern du hast mal, kannte ich gar nicht, voll geil und so, coole Musik, kennt man hier so gar nicht. Kann gut, kann negativ sein, aber in meiner Vergangenheit war es eigentlich immer positiv an der Stelle. Also, Freunde fragen, Playlists angucken, dich auch immer updaten, was geht gerade so, vielleicht auch mal ein paar Bootlegs oder ähnliches aus dem Netz dir besorgen. Und viele DJs schicken dir auch, wenn du die freundlich fragst, geil, ich habe dann hier mal den und den Bootleg von dir gehört, voll das geile Ding, Mashup, kannst du mir den schicken? Dann schicken die den meistens auch. Und dann kannst du den halt auch spielen, nicht? Ja, und ganz wichtig ist natürlich im Vorfeld auch nochmal deine eigenen Strukturen. Und da setzen wir jetzt gleich mal in mein Programm mit rein, dass du sagst, okay, ich kontrolliere einfach mal meine Tracks. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht auflegen, um dann nochmal ein bisschen warm zu werden. In welchem Ordner, in welcher CD-Tasche befindet sich was und was, wenn du nicht so eine Routine da halt entwickelt hast. Und da schauen wir uns jetzt mal die Software Recordbox an, die ist von Pioneer, mit der ich halt als Pioneer Stick DJ eben arbeite. So ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt hier in der Recordbox Software von Pioneer. Die wird in der Regel kostenlos mit den Playern mitgeliefert. Fragt mich jetzt bitte nicht, ob die auch so zu erhältlich ist. Ich glaube ja, aber da muss man sich einen Schlüssel holen und sich registrieren. Gute Frage, nächste Frage. Da könnt ihr selber noch mal ein bisschen nach googeln. Aber im Grunde ist es die Software, mit der man seine Bibliotheken und Tracks verwaltet, wenn man halt mit Pioneer-Playern auflegt. Das sind die Marktführer. Da gibt es auch noch mal ein gesondertes Video mit, welchem Equipment ich auflege, was ich empfehle und wie das Ganze halt so zustande gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir beispielsweise, so wie ich arbeite, haben wir hier die Möglichkeit,
die Wiedergabelisten anzulegen. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich schon echt uraltes Zeug hier drin habe. Ich war früher auch ein Allrounder, ich habe noch R&B hier drin. Dann habe ich mal irgendwann angefangen, seltsame Namen zu vergeben, damit sich diese Namen bei mir besser im Gedächtnis bleiben. Zum Beispiel Black Music in 2017 habe ich 2017 Black halt einfach genannt. Ne? Oder Oh Shit waren halt hier welche, die ein bisschen älter waren an der Stelle. Also einfach Tracknamen oder Playlist-Namen, bei denen ich weiß, zu welchem Zeitpunkt die entstanden sind. Timeless zum Beispiel sind halt hauptsächlich Tracks aus dem Hausbereich, die timeless sind. Da sind Tom Novi-Sachen dabei, da ist hier Milk and Sugar ist dabei, da ist alles Mögliche mit drin, wo ich dann was mit verbinde. Und so habe ich entsprechend hier Playlists angelegt. Zum Verständnis, eine Playlist ist an der Stelle aber nichts, wo man sagt, du spielst eine Playlist runter. Das kannst du natürlich tun, wenn du jetzt sagst, ich fange hier ganz oben an und spiele Liste für Liste runter. Du kannst die entsprechend auch ordnen, dass man sagt, ich möchte das als Nummer 1 spielen, als Nummer 3. Das kannst du tun. Bei mir ist es aber beispielsweise so, dass ich das nach der, in diesem Ordner zum Beispiel, nach dem Alter sortiert habe. Das heißt, den Puta Madre habe ich als erstes reingezogen und danach sind die anderen halt alle mit hinterhergerutscht. Und so habe ich halt auch an dieser Stelle die Reihenfolge gewählt. Es gibt andere Ordner, beispielsweise nehmen wir jetzt mal R&B als Beispiel. Wenn man beispielsweise sagt, ich möchte nicht mehr nach der Geschwindigkeit sortieren, sondern nach der Tonart, kann man hier halt aufsteigen, absteigen nach der Tonart und gleichzeitig sagen, Track-Reihenfolge neu nummerieren, dann würde er entsprechend danach sortieren. Also das kann man selber vorher machen, das kann man aber auch entsprechend am Player machen. So. Beispielsweise, bei, wie gesagt, bei Hip-Hop habe ich es halt nach der Geschwindigkeit sortiert. In der Regel bei House Music ist es nach dem Alter. Wenn ich einen Track reinziehe, dann habe ich an der Stelle wird sofort der Track analysiert. Das heißt, er baut diese Waveform auf, an der ich im Vorfeld schon mal sehen kann, wann und wo geht es denn los. Beispielsweise analysiert er mir auch die Geschwindigkeit und ich kann dann sagen, okay, dann muss ich hier anmachen. Ich kann mir raussuchen, ich sehe anhand der Waveform, wann es weitergeht. Das heißt, hier sehe ich, aha, da passiert was in diesem Umfeld hier, da kommen die Kicks mit rein. Alles klar. Nee, weiter sehe ich zum Beispiel, dass hier der Break anfängt. Ich sehe natürlich auch gleichzeitig, dass es ungefähr bei einer Minute ist. Das sind ja diese Zeiten 7, 15, 30, 45, eine Minute. Variiert je nach der Geschwindigkeit des Tracks. 128 BPM hat zum Beispiel genau eine Minute an der Stelle. Ist einfache Mathematik. Und ich höre dann, dass hier der Break ist. So kann ich mir natürlich den Track erstmal analysieren. Ich kann den auch im Vorfeld hier analysieren, beziehungsweise durchseppen. Aber für mich ist es einfacher, hier mir den Punkt rauszusuchen und sagen, okay, ich möchte nicht eine Minute Intro, sondern ich möchte, dass, wenn ich auflege, möchte ich ein bisschen schneller da rein. Und zwar suche ich mir dann hier zum Beispiel den Punkt, wo der nächste Track kommt, beziehungsweise der nächste größere Part. Hier sehe ich die Kicks und kann dann einfach mit dem Cue and Play-Taster, genauso wie bei dem wie bei den Playern auch, kann ich, die hat da schon automatisch den Cue-Punkt gesetzt, hier genau schön sexy auf der aufsteigenden Flanke beziehungsweise beim hohen Peak, genau da, wo der Takt anfängt, hat er schon meinen Punkt gesetzt. Bedeutet, ich habe genau an der richtigen Stelle meinen Cue-Punkt schon, kann mit der Funktion Memory hier den Cue-Punkt setzen und habe dann die Möglichkeit, genauso wie hier als Beispiel, habe ich ebenfalls einen Punkt hier hingesetzt, den ich hiermit abrufen kann. Der heißt sogar Start Vocal, weil an der Stelle die Vocals anfangen. Und so kann ich mir natürlich schon ein bisschen Sucharbeit während des Sets sparen und kann vorbereiten, an welcher Stelle ich beispielsweise rein möchte. Hier ist zum Beispiel, da geht es glaube ich 45 Sekunden, also sogar eine Minute im ruhigen Bereich, bevor überhaupt der Beat einsetzt. Das heißt, hier kann ich hinspringen und weiß beim Auflegen mit den Rechts-Links-Tasten, die sehen ungefähr so aus wie hier auf dem Player, kann ich sofort hier hinspringen innerhalb von einer Sekunde und kann dann an der Stelle meinen Track starten und weiß genau, wo ich bin und kann super schnell mixen, falls es mal drauf ankommt oder ich einfach Geschwindigkeit in mein Set bringe, ohne das ganze Intro hier mit reinzubringen. Die Software hat auch einen Zähler mit drin, das heißt, ich sehe auch, wie oft habe ich einen Track gespielt, beziehungsweise kann ich mir nämlich auch
sagen wir mal aus 2017, kann ich mir einen Verlauf aus dem Januar ziehen und sehe die Historie vom 6.1. Da sehe ich dann zum Beispiel, was ich hier für Tracks gespielt habe am ganzen Abend und kann dann die exportieren. Hatten wir auch schon mal das bei einer Veranstaltung, die GEMA ganz gerne wissen wollte, was ich gespielt habe. Du kannst aber auch anderen Leuten kannst es gerne schicken, wenn die sagen, egal, oder ey, was war das für ein Track zwischen dem und dem? Da kannst du denen halt auch helfen. Wenn ich das dann aktualisiert habe oder ich ziehe mir jetzt einfach per Drag and Drop neue Tracks hier rein, dann wie gesagt werden die analysiert und dann mache ich mir meine Cue-Punkte und dann kann ich ganz einfach, wenn ich einen Stick reingesteckt habe, kann ich über den Sync Manager, ich habe jetzt gerade keinen Stick drin, kann ich sagen, ich möchte die 19 House, ich möchte die High Five, die Live, die Groove, aber ich möchte nur noch die Attack und die Future. Übrigens, falls ihr euch fragt, was Grauen und Grauen Germany ist, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Grauen sind 80er, 90er und Grauen Germany, da ist dann, glaube ich, auch ein Michael Wendler mal irgendwo drin. In einem anderen Video hatte ich noch über meine dunkle Vergangenheit in dem Bereich der Hochzeits- und mobilen Geschichte erzählt. Da gab es noch Der Stern, Michael Wendler, Sie liebt den DJ. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber das nur dazu. Naja, jedenfalls über diesen Sync-Manager kann ich dann die Musik auf meinen Stick transferieren. Die sind dann auf dem Stick drauf. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ich arbeite immer mit zwei Sticks. Das heißt, ich update einen Stick und habe den anderen nicht geupdatet. Bedeutet, ich habe am ersten Wochenende mache ich beispielsweise Stick A fertig, am zweiten Wochenende mache ich nur Stick B fertig. Stick A hat immer noch den Stand von der letzten Woche. Das liegt daran, wenn ich mal keine Player hier im Studio aufgebaut habe, dass ich dann sicher gehen kann, dass auf jeden Fall der Stick von der letzten Woche noch funktioniert. Hat zwar nicht die ganz, ganz neue Musik von der darauffolgenden Woche, aber falls sich das zerschossen hat, dann habe ich immer noch den Stand von der letzten Woche, wo ich auf jeden Fall weiß, der hat letzte Woche noch funktioniert. Deswegen ein Backup, zwei Sticks, macht da immer mehr Sinn. Wird ein bisschen kompliziert bei Laptops, weil dann hast du halt keinen Laptop, ne? Also keinen zweiten. Deswegen arbeite ich immer an der Stelle mit zwei Sticks. Und ja, das war's. Erstmal jetzt ja auch schon für die Software. Ich hatte gerade noch mal das mit den Mashups angesprochen. Beispielsweise habe ich hier von Medusa, das hieß ja Peace of my Heart, Peace in my Heart. Und das ist hier ein Mashup von Samuel Sartini. Und das ist mit Fisher You Little Beauty gemashed up worden. Ist ein geiles Teil, ist You Little, oder hieß das You Little Sexy Beauty? You Little Beauty meine ich. Und hat im Grunde den Vocal Part von Peace of My Heart. Kennen sie alle, können sie mitsingen. Und wenn der Drop kommt, wird es halt gemixt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr das hören könnt. Aber im Grunde habe ich mir den auch gezogen, weil es eine geile, techige Nummer ist. Die Leute können mitsingen, die kennen sogar den Tech Part, also die Grundstruktur, die können aber auch in den Vocal Parts mitsingen und so funktioniert die Nummer super, super gut. Also, das waren meine Tipps dafür, wie man sich auf ein Booking vorbereiten kann, wie ich das früher gemacht habe, um ja, das Maximum rauszuholen an dem Abend, was möglich ist. Wie gesagt, analysiere, ist das ein schwacher Abend, was ist das gute Abend, was waren für Partys vorher, was sind Partys danach, welche Leute spielen vor dir oder nach dir. Und noch ein kleiner Tipp, den ich immer beherzt habe, ist, egal von der Klofrau bis zum Türsteher, bis zur Kellnerin, ist es egal, komm mit einem Lächeln rein, begrüß die Leute, sag hi, grüß dich, ich bin Alex, ich lege heute auf oder ich bin gebucht, bin der erste Mal hier. Sag den Leuten hallo, gib denen die Hand, die freuen sich meist, du machst einen guten Eindruck und du bist, dann kann man nie sagen, der war arrogant oder so. Nein, der ist freundlich gewesen, der hat jedem hallo gesagt, das machen wenige DJs, die kommen dann schon direkt mit Starallüren und ja, aber ich glaube, da machen wir nochmal ein eigenes Thema darüber, wie man sich als DJ verhält und was man meiden sollte, aber wo man auch Rechte bzw. Rechte sieht, die man auch einhalten sollte, dass man sich nicht als DJ wie so ein Arsch behandelt fühlen sollte. Aber das sind so ein paar Tipps und wenn die dir geholfen haben oder wenn du selber noch Ideen hast, die du den Mitmenschen mitteilen möchtest, kannst du es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin auch ein bisschen aktiv und schau mal da rein. Ansonsten ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich sage viel Erfolg damit und keep on rockin'.